Herzlich willkommen, meine Freunde, zu unserer allerersten Runde Hearthstone. Mein Name ist Kuai und wir sind auch direkt spielen. Als allererstes wollte ich auch natürlich mit euch ein paar Pakete öffnen. Dass ich eventuell mal ein Legendary bekomme. Einfach mal schicke Karten. Die ist schon mal gut. Gut. Also meiner Meinung nach. Selten. Fertig. Ja. Ich habe nicht viele Karten. Ich werde euch die jetzt auch noch gleich zeigen. Die ist gut. Naja, okay. Leider einen befreundeten Gegner bis zum Ende des. Gut, ja. Das Scharfschütze. Ja, die hatten wir gerade eben schon. Der Kodo. Auch nicht schlecht. Ja. Ich zeig euch mal zuerst mal meine kleinen Sammlungen. Meine Karten da. Das ist natürlich die überflüssigen Entzauber. Ich hab natürlich schon die Basiskarten habe ich natürlich schon alle freigespielt. Ja. Einige meiner Decks sind, naja, einfach so zusammengemixt. Natürlich auch ein bisschen überlegt. Aber so großartig ist das Deck immer mehr als ausbaufähig meine Decks. Also am liebsten spiele ich mit dem Schurken, Hunter und dem Priester. Das sind so meine drei Klassen, die ich am meisten spiele. Natürlich auch den Schaman, der war mein allererster, den ich hochgespielt habe. War ich ein bisschen zu schnell, Entschuldigung. Ja, vielleicht die Basics-Karten, die habt ihr dann eventuell schon selber. Ja, was ich mir gedacht habe, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich da eventuell aus den ganzen Karten, die ich habe, ein Deck zusammenstellen kann. Natürlich halt mit meiner, naja, hoffentlich mit meiner, mit meinem Lieblings-Champion. Denn so, ja, Hexenmeister, nicht so mein Ding. Und Druide, ganz und gar nicht. Krieger, okay. Paladin, aber Hexenmeister, Druide, geht gar nicht. Also, da kann ich schon direkt nach der allerersten Karte oder so schon direkt aufgeben. Oder ich bin einfach nur zu blöd dafür. Das war's auch schon. Falls ihr gesehen habt, ich habe auch schon eine Legendary Glück gehabt. Ja. Und hoffe, es wird euch gefallen. Ich habe bis jetzt nicht wirklich Ranked gespielt. Ein einziges Mal. Das war aus Versehen. Und da habe ich auch noch gewonnen. Jetzt werdet ihr dann auch meine netten Fails sehen. Ich bitte euch natürlich, mir natürlich Bescheid zu geben, also unten in den Kommentaren reinzuschreiben, wann ich eventuell hätte was besser machen sollen, auch natürlich an die Uhrzeit. Sonst weiß ich nicht, welche Stelle ihr meint. Damit ich mich dann ein wenig verbessern kann. Anduin gegen Anduin! Das Licht wird den Sieg bringen. Möge das Licht euch verbrennen! Ja, mein Deck ist ein bisschen. Ja, ich habe ein bisschen tanky Sachen drin. Außer beim Schurken, da bin ich eigentlich so ziemlich komplett auf Damage gegangen. Da kommen Fehler aus.
dir nichts legst, lege ich auch nichts. Manch hätte ihn ja auch healen können, aber er hat schon 30. Er hat schon voll lang. Natürlich, alle Aufnahmen, die ich mache, ihr seht es ja hier oben links. Da oben. Da oben. Seht ihr dann, dass ich gerade ja, in einem Ranked Game bin? Sagen wir auch mal schön. Grüße. Und ich werde auch alle Aufnahmen werden nur in Ranked Grüße. Sozusagen aufgenommen. Alle Spiele, ich meine, will keiner sehen. Die Verdammten stehen bereit. Gar nicht. Hoffen wir, dass er tradet. Heiliges Pein dann noch für ihn. Okay, er will wohl doch nicht mehr hinbekommen. Da gibt der macht. Ja, eure Toten. Ich kenne noch nicht alle Karten per Namen. Aber ich weiß auf jeden Fall. Ich glaube, wir spielen unser Spiel. Andaria wird uns gehören! Na komm, was willst du machen? Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ja, das solltest du dir. Ja, musst du lieber auf dich zaubern. Zwei Angriffe. Sprich, wenn ich eventuell nicht hinkommen. Ich frage mich, ob. Hier, nein. Jetzt überlegt er, den natürlich auszuspielen und ihm einen kurzen Boost zu geben. Also Angriffsboost, plus 2. Und dann. Ja. Unser heiliges Pein ist da schon weg. Ich dachte, das wäre jetzt schon die ganze Komplettkarte. Peinlich. Ja, na komm. Jetzt hast du mich schon verschätzt, weil. Du wolltest ihn nämlich hier, jetzt hast du mich nur noch einmal. Oh. Das soll eine Waffe sein! Den werden wir dann silenzen, eventuell. Empfohlen. Ja, okay. Ich denke, ich werde jetzt auch dann gleich reden, wenn er nicht noch einen Taunt neu hinlegt. Also ihn gegen ihn. Na komm, wir haben nicht so viel Zeit. Na, was wird's? Ja, zum Glück kann er den hier nicht kaputt machen, denn es gibt nämlich auch Karten, wo er einen Diener vernichten kann mit mindestens 5 Angriffsschaden und einmal mit mindestens 3 Angriffsschaden. Den könnte er vernichten, ja, aber den nicht. Verzagt nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Hm.
Den werden wir auf jeden Fall Silence. Ich frage mich, ob... Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Den wollen wir jetzt natürlich weg haben. Wenn wir das nämlich so machen. Jetzt geht's. Fertig! Gut gespielt! Geh mal aus. Leider fehlen mir jetzt irgendwo die Priester, die sind irgendwo in unserem Deck. Aber... Die wollen einfach nicht, die wollen nicht. Die Legendary-Karte, die hätte jetzt eventuell ein bisschen Probleme bereitet. Deswegen muss ich die jetzt mal so leider rausholen. Frage mich, ob mindestens drei Angriffsschaden kannst du nicht mit vernichten. Die Verdammten stehen bereit. Natürlich werden wir jetzt den Tank erstmal hier. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Den kann ich noch weiter healen. Denn er hat noch 14 plus 3. Das werden wir jetzt kaputt machen. War mir auch noch klar, der hatte doch die Karte eben noch hier so schön auf Präsentierteller hingelegt. Und wollte eigentlich schon. Wollte die eigentlich schon ausspielen, aber er konnte nicht. Ist jemand verletzt? Und ich glaube, der hat einfach nur jetzt mehr Karten, als ich die am Anfang der R2 ziehen konnte. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Okay. Ich werde jetzt traden oder so. Ein Angriff von ihr. Dann von ihr. Dann ist die hier auf jeden Fall weg. Kann er sich dann healen. Und zack hat er noch wieder eine Karte auf der Hand. Und wir sind mit Karten ein bisschen behind. Das ist das Blöde. Er ist behind so weit nicht. Boah. Nicht jetzt mal. Ne? Und jetzt tradet er. Und daraus entstehen dann nochmal zwei Spinnen. Ja, jetzt solltest du den auf jeden Fall traden. Schnell entscheiden! Das ist natürlich mehr als du. Die Geißel wird euch verzehren! Noch nicht. Zweimal ausgeführt. Thank you.
Lakai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis. Folgt dem Ruf von Kel'Thuzad. Ja, jede Menge Legendaries in der Hand. Kel'Thuzad. Auf in die Schlacht! Hier zur Seite! Sein Kampfschrei wäre jetzt natürlich sehr geil gewesen, wenn er jetzt noch Knappen herbeigerufen hätte. Ja, eventuell ist das jetzt natürlich meine Wendung, die Wendung. Das ist natürlich nice. So, jetzt die hier. Wenn der hier stirbt, also auf der linken Seite, gibt er nämlich nochmal 2 oder 3 Heal-Punkte. Und jetzt kommt natürlich die Kleriker. Also 2 oder 3 Heal-Punkte einen zufälligen Champion. Und der tut ihm das Todesröcheln noch mal. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Also, was heißt verdoppeln? Multipliziert mal 2. Ja, leider stehen wir jetzt hier ein bisschen. Was glotzt denn so? Ja, wenn ich jetzt die Klerikerin mit ausgespielt hätte, hätte sie mir jetzt nichts gebracht, da sie, denke ich mal, direkt rausgefokust wäre. Und ich glaube, nächste Runde sieht das dann, ja. Okay, der wird jetzt weg. Oder? Ah nein, am Ende des Zuges. Ja. Kart ist natürlich halt jetzt definitiv unser Lakai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis, folgt dem Ruf von Kel'Thuzad. Der wird jetzt auf jeden Fall unser Ende sein. Ja, glaube, zum restlichen Sachen, die ich im Deck habe, ja, doch, hätte ich schon eventuell machen können, aber jeweils immer nur eine Karte vorschicken. Klerikerin bringt nicht viel. Das sind jetzt schon mal 12 Schaden, 13, 14, 17, sprich wäre sowieso schon down. Von daher können wir das dann schon eigentlich aufgeben. Dann einfach direkt gut gespielt. Ihr habt mich besiegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns schadet es nicht. Wir lernen einfach nur weiter. Und ich hoffe, ihr schaltet dann jetzt beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt Stone. Falls euch gefallen hat, Däumchen hoch, abonnieren. Und dann schaltet ihr wieder nächstes Mal wieder ein. Haut rein.